This is the way. Sonst ist hier aber recht lame, so. Blutmäßig. Oh, aber hier ist die Suite 13031. Da sehe ich mich bei einer Suite. Da lausche ich doch mal ganz kurz. Ich guess, hier drin stinkt's. Ich war's, sorry. Okay, wieso stinkt's hier drin? Wir werden das gleich herausfinden. Es wird irgendwas Ekelhaftes sein, was mich erschreckt oder irgendwie so eine Scheiße. Ich seh's schon kommen. Ich dachte eigentlich, in dieser fucking Welt stinkt's einfach überall. Selbst erschossen. Scheiß Wurf. Geschieht ja recht. Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, sieht ein bisschen so aus, aber kann auch sein, dass einfach aus der Entfernung. Whatever, ist mir auch ehrlich gesagt egal, ist ein Wolf. Also offensichtlich böse. Ist schon krass, was für ein Hass Ellie auf diese Wölfe entwickelt. Ich meine, klar, die haben Joel umgebracht, aber vielleicht war es ja nicht so. Oh, Scheiße. Verflucht. Ja, das war's für heute mit dem Live-Let's Play. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde viel wieder weiterspielen. Alter. Okay, was ist die beste Methode? Ich meine, wir haben eine Shotgun. Das Vieh nicht. Mach mal einen Kontsch. Ich mach meine Kopfhörer ein bisschen leiser. Und ich renne jetzt sofort raus. Problem ist, wir müssen da weiter, ne? Gibt keinen anderen Weg. Habe ich davon, dass ich die Türen hinter mir nicht schließe? Ich will keinen Tipp. Kann ich nicht hier irgendwie durch die Fenster klettern? Hier ist die Tür! Wait, what? Oh! Ey, gut, dass mich dieses komische Mistvieh mega erschrocken hat. Scheiße, ich habe aber immer noch nichts zum Werfen. Ich will nicht schießen. Ich höre jetzt die ganze Zeit Geräusche und vor allen Dingen ist jetzt seitdem dieses Mistvieh an uns vorbeigerannt, ist irgendwie die Framezahl ein bisschen runtergegangen. Ich glaube, ich muss schießen, Chat. Was mache ich jetzt? Nehmen wir von dem dreckigen Revolver einen Schuss. Oh, das lockt das Vieh jetzt nicht an, ne? Ja, ja, ich hab dich durchschaut, Spiel. Ich nehme doch nicht den Pfeil, ey! Seid ihr crazy? Pfeil ist mir viel zu viel wert. Ich
Wait, wir haben eine volle Shotgun? Alter, wenn ich die übersehen hätte. Arch Enemy. Der ist böse, ne? Aber der ist auch schlecht. Als ob unsere acht Schuss können wir mitnehmen. Oh. Na gut, dann soll das Vieh mal kommen. Ich habe eine fucking Shotgun mit 8 Schuss. Ich mach kein Geräusch. Toll. Wait, what? Als ob! Ich hab's echt erwischt. Das heißt, ich muss wieder eine Zwischensequenz triggern. Falls ich verfolgt werde. Da. Tschüss.
Okay, ich habe noch nicht so ganz verstanden, glaube ich, wie die ticken, ehrlich gesagt. Jemand etwa in meine Bombe gelaufen? Ich höre die eigentlich super nah, aber sie werden mir nicht angezeigt. Ich meine, die Sprengdinger können wir ja wieder einsammeln, falls da niemand durchlaufen sollte. Verarschen? Na bitte. What the fuck? Ich brauche jetzt gerade erstmal normale Pfeile. Sorry. Erstmal nur zwei. Na bitte heißt... Ne, ich höre noch einen. Mindestens einen höre ich noch. Da irgendwo. Da, kurz aufgeblinkt von rechts. Oh, ich höre mehr als einen. Oh Gott. Nochmal. Vor mir irgendwo. So, von ganz hinten kommt niemand mehr, ehrlich gesagt. Ich will meine Sprengfallen mal wiederholen gehen und die vielleicht anders platzieren. Pushen.
immer noch mehr als einer. Sonst noch jemand? Gut. Gut. Aber das war's. Hier komme ich jetzt. Holy shit. Huh. Hatte keine Pfeile mehr. shit. Wollte gucken, ob ich hier noch mir einen Pfeil holen kann, aber der ist leider abgebrochen. Scheiße, das heißt, ich muss mir neue Pfeile machen. Ah, belastend. Aber hey. Die haben uns nicht bekommen. Jetzt erstmal. Jetzt wird erstmal das Gelände durchsucht. Ein paar Ressourcen haben wir verloren, vor allen Dingen Pfeile. Stimmt, da können wir da vorne nochmal nachschlagen. Nachschlagen, wie in so einem Buch. Ob die da vorne vielleicht vor die gleichen wieder despawnen, die noch meine Pfeile haben. Wait, wait. Ah. Stimmt, einen hatte ich, glaube ich, daneben gesetzt. Das sind interessante Gegner gewesen, weil die wissen, wo du bist, aber greifen irgendwie trotzdem nicht an. Ah, geil. Der Pfeil hat auch überlebt. Sehr gut, das heißt, wir haben 5 Pfeile, mega gut. Ja, die haben angegriffen, nachdem, also ab dem Moment, wo ich richtig laut war, haben die angegriffen. Aber vorher hatte ich trotzdem das Gefühl, dass sie wussten, wo ich bin. Wisst ihr, was ich meine? Also, weil die haben sich ja schon, haben versucht, mich zu umgehen, haben sich hinter Ecken versteckt. Also, die wussten schon, wo ich bin, hatte ich so das Gefühl. Aber, wollten dann nicht angreifen und haben erst sich dazu entschieden, anzugreifen, wenn, als ich meine Shotgun rausgeholt habe. Was vielleicht nicht der smarteste Move ist. Ja, Stalker halt. Alter, die werden mich psychologisch, glaube ich, am meisten fertig machen von allen Gegnern. Weil du die nicht gut in diesem Sneaky-Mode sehen kannst. Weil sie so leise sind. Oh, wir haben was, was voll ist mit Sprengstoff. Alter, hier ist aber auch schon der Pilz lange am sich fortentwickeln. Ah! Jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich glaube, wir haben fast alles durchsucht, oder? Suchen wir mal den Ausgang. Irgendwo hier muss er ja sein. Vielleicht oben rum. Der Ausgang kann ja kaum am Anfang sein. Da wäre der eigentliche Ausgang wahrscheinlich. Ein bisschen pilzig da aber. Gucken wir mal, ob wir irgendwie durch die Fenster kommen. Ah ja. Wow! Thank you.
Ja, ist so wirklich gut, was Lautes zu hören. Weißt du, nicht diese absolute Stille mit dem leichten, komischen Monstergeräuschen. Waffen durchladen. Ja, gute Idee. Okay, ansonsten ist soweit eigentlich alles durchgeladen. Hier komme ich nicht auf die Straße. Ich muss wieder rein. Wie wieder rein? Hier? Nein. Ich will nicht wieder rein. Okay, wir haben das Wasser lange genug genossen. Wir müssen wieder rein. Ich mal ganz kurz gucken. Zur Straße. Vor allem, wenn die jetzt diese Stalker mit den anderen Viechern kombinieren, ich die anderen Viecher die ganze Zeit sehe, die Stalker aber nicht. Ich hab abgefuckt. Aktuell sehe ich nur den einen Dulli da in der Ferne. Oh, können wir was bauen. Nee. Können wir leider nicht mitnehmen. Natürlich weiß ich das. Dann war RIP. Okay, wir wechseln erstmal bitte wieder schön auf die Shotgun. Beziehungsweise wir versuchen es natürlich sneaky zu machen, aber die kamen da echt schnell mit allen an. Okay, irgendwo gammeln hier auf jeden Fall Stalker noch rum. Das war ein Klicker, den wir gerade gekillt haben, oder? Ich glaub schon. Nimm die Schrotze und renn da rein. Ich will nicht. Da vorne haben wir gerade wieder gesehen. Okay. Nicht jetzt, wenn ich hier gerade meinen Plan ausarbeite, bitte.
sind die Motherfucker. Schon getriggert gewesen? War ich zu laut? Damn it. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt schon getriggert habe. Oh, ich glaube, tja, dann waren sie getriggert. Ärgerlich. Das muss hier irgendwo rausgehen. Vor allen Dingen ärgerlich, weil wir halt keine Headshots gemacht haben und dadurch, oder ich glaube, wir haben keine Headshots gemacht und dadurch bleibt halt auch nichts übrig von den Pfeilen. Da hätte ich auch einfach laute Sachen nehmen können. Habe ich dann ja extra bei den letzten Schüssen auch. Pfeile sind für mich das Heiligste. Bisschen verschwendet, bisschen wasted die Pfeile. Oh, ich muss mal kurz an die Tür. Hier geht's. Orientierung, Peter. Was hast du gerade getan? Du hast gekillt natürlich. Du alter Killer, du. Wir können Sachen bauen. Ah, ja doch, bauen wir uns mal unser drittes Medikit, damit wir wieder Alkohol mitsammeln können. Kurz wieder orientieren. Ah ja, okay. Hier war das. Okay, verstehe. Dann ist der Weg wahrscheinlich der weiterführende. Dann mal los. So klar, dass wir in diesem scheiß strömenden Fluss landen. Ich glaube, das haben wir überlebt. Verdammtes Seattle! Verdammtes Seattle! Die Taschenlampe ist schon mal wasserdicht. Ehrlich gesagt, ist alles wasserdicht, glaube ich. Die Waffen auch, alles kein Problem. Komm mir jetzt nicht hier mit solchen Geräuschen. Gibt's unter Wasser was zu entdecken? Yummy! Viel zu sehen gibt's da nicht.
Ich glaube, wir müssen da hochklettern, aber ich will mal einmal kurz hier im Loch nachschlagen. Nachgucken, was da ist. Nicht nachschlagen, Peter. Wieso sagst du aktuell so viel nachschlagen? Das ist absoluter Bullshit. Eine Nahkampfwaffe. Die aber schlechter ist als unsere. Easy. Alter, diese Geräusche sind so creepy. Ich hätte wahrscheinlich... Ich wollte eigentlich, dass du die Treppe benutzt, Ellie. Aber gut. Hat keiner gesehen, Chat. Hat keiner gesehen. Witzig, ich hab. Für ein Uncharted-Spiel gab es echt schon so ein paar Bugs. Ja, für ein Uncharted-Spiel, für ein Naughty Dog-Spiel, ist so ungewöhnlich. Verdammt, für ein Naughty Dog-Spiel. Ich muss hier raus. Ah, habe ich wieder Treppe gesagt? Mein Gott. Ich meine natürlich Leiter. Wir haben so eine Treppe-Leiter-Schwäche, wie ihr wisst. Wir haben so ein paar Schwächen. Wir haben auch symmetrisch und Synchron-Schwächen. Zum Teufel bin ich hier. Ich finde hier die ganze Zeit diesen Shit, aber ich kann daraus nichts basteln, weil mir immer was fehlt. Belastend. Also ich meine, zumindest haben wir ja vorhin gesehen, der Fluss führte in Richtung des Krankenhauses. Okay. Du bist hier. Und das Krankenhaus ist hier. Neue Umwelt? Abkürzung durch den Park. Nee. Ah. Lunchen. Alter, jetzt durch so einen dunklen, dicht bepflanzten Park. Hier sind auf jeden Fall Menschen. Ich werde doch gleich schon wieder fertig gemacht. Ich sehe doch schon wieder kommen. Ich sehe doch schon wieder kommen, Chat. Was
soll ich denn jetzt aus der Nummer wieder rauskommen, hä? Außer hardcore zu ballern. Joshua! Pfeifen, wie ihr wollt, ihr Penner. Scheiße, ey, wenn ich jetzt Pfeile hätte, wäre mega geil. Aber... Arschloch. Nee, nix pfeifen. Ich höre links von mir ein, wieso wird er mir nicht angezeigt da? Luca! Diesen Penner! Das müssen die Skars sein. Jetzt haben wir von denen auch noch welche gekillt. Krankenhaus. Alle hassen uns. Wehe, ihr habt Nora aufgehängt. Da, ich sehe die Pfeile. Ellie. Ellie, guck hin. Da sind Pfeile. Nimm die Pfeile. Ellie, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Okay, wie ist das mit den anderen Pfeifen? Oh Mann! Nicht viel Pfeifen zu holen. Pfeile. Hat das Gefühl, dass wir nicht so wirklich aus der Sache raus sind? Wie geht's uns? Noch ganz okay eigentlich. Da ist das Krankenhaus. Ja, quasi da jetzt. Hier ist irgendein Scheiß passiert. Das kann doch noch nicht so lange hier so sein.
Scars, fuck these people. Ich glaube, das ist... Achso, warte, Scars, scheiß auf die. Konzentriere dich darauf, warum du hier bist. Okay, die Scars haben also diese Kutten an. Ich muss an dem Checkpoint-Tor vorbei. Oh, dahinter ist das Krankenhaus. Oh, ich dachte, das wäre da in der Ecke. Dann ist hier wahrscheinlich der normale Weiterweg. Dann gucken wir uns erstmal hier hinten an, um. Oh, sehr gut. Pfeile immer gern gesehen. Das sieht krass aus hier, by the way. So richtig bedrückend. Okay, das ist die Straße zum Krankenhaus. Ach so, ja. Okay, sieht aber nicht so aus, als wäre noch was zu holen. Was mit der Axt, Chat? Warum sollte ich die Axt nehmen? Ich habe eine bessere Waffe, die mehr Damage macht. Das ist einfach nur eine stinknormale Axt. Meine ist schon aufgebessert. Nur, klar, mit der Haltbarkeit, da kann ich einen Schlag mehr machen, aber ich brauche mehr Schläge, um Sachen kaputt zu machen. Kannst du die dann aufbessern? Ja, aber das braucht ja schon wieder Sachen, die ich nicht habe. Ich brauche nämlich diese Bindung für beispielsweise Sprengpfeile oder normale Pfeile. You know? Alles durchdacht hier bei mir, Leute. Ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Meine Freundin ist noch auf der Arbeit. Die arbeitet heute ganz schön. Okay. Sollt ihr mal schreiben? Bis wann arbeitest du heute? Habe ein bisschen Hunger. Nein, das schreibe ich nicht. Wie bis 16 Uhr. Als ob die da am Champagner saufen ist. Kann ja wohl nicht wahr sein. Freitags wird erstmal schön Champagnerchen getrunken. Achso, ich soll Hanni von euch grüßen. Oh, es gibt... Ja, sie macht mir nachher Abendessen. Ich soll dich vom Chat grüßen. Okay. Wieso schreibt ihr Grüße zurück? Ihr wurdet noch nicht gegrüßt, Chat. Ich habe Hanni vom Chat gegrüßt. Grüße zurück. Alles einfacher, wenn ich die Nahkampfwaffe benutzen kann, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ganz ehrlich. Wo war Klebeband? Jemand hat gesagt, da war Klebeband. War es ein Troll oder nicht? Da war Klebeband, das war kein Troll.
Aber es reicht nicht für Pfeile. Wir haben noch kein ganzes Klebeband zusammen. Das Taubengeräusch ist echt beruhigend. Wir sind jetzt das erste Mal auf die Scars getroffen. Das heißt, ab jetzt werden die wahrscheinlich wieder eine relevantere Rolle spielen in diesem. Oder was heißt wieder? Jetzt ab jetzt werden die eine relevante Rolle spielen. Ich bin echt gespannt, wenn wir auf die treffen. Ich erinnere mich da noch an so eine komische Szene. Eine Karte. So eine komische Szene aus von E3-Trailern. Der Doppelgänger. Mehr so neutral. 60-60. Doppelgänger ist Much.